Seit 34 Jahren ist Elisabeth Grupp mit Trigema-Chef Wolfgang Grupp verheiratet. Medial lässt sie ihm gern mal den Vortritt, doch an seiner Seite ist sie längst selbst eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Ein eingespieltes Team sozusagen. Seit fast 3 Jahrzehnten leitet Elisabeth die Testgeschäfte von Trigema. Die 56-Jährige ist als Partnerin auch im Unternehmen unverzichtbar für ihren Mann. Dass sie für ihn ihr Medizinstudium aufgegeben hat und auch aus ihrer Heimat, der Steiermark, auf die Schwäbische Alb gezogen ist, das hat sie nie bereut. Mein Mann war mein Mentor, sagt die zweifache Mutter. Aber er ist auch heute noch mit 80 eine Herausforderung. Und da ist sie, Elisabeth Grupp. Herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Röhrig. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Aber diese Herausforderung, also das müssen Sie mir noch mal kurz erklären. Also ist er denn tatsächlich immer so herausfordernd im Alltag? Ja, also ich glaube, mit meinem Mann wird es nie langweilig. Er ist immer spannend und er weiß immer, uns auf Trab zu halten. Aber das ist ganz gut so. Also wir nehmen die Herausforderung auch jeden Tag gerne an und freuen uns einfach auch, dass er gesund ist, wir gesund sind und dass wir dann immer wieder einen spannenden Alltag vor uns haben. Sind Sie so ein bisschen das Regulativ, so in dem Vierergespann, sage ich mal? Sie sind ja irgendwie alle vier, die Kinder, Ihre zwei sind ja auch mit im Unternehmen. Oder wie sehen Sie sich? Also ich glaube, ich bin eine Diskussionspartnerin für meinen Mann. Ich brauche kein Regulativ sein. Er ist so authentisch, wie er sich auch öffentlich gibt, so ist er auch in der Familie. Und natürlich braucht es immer jemanden, der verbindet oder der auch dann die Diskussion wieder führt. Er meint dann immer, ich würde vielleicht etwas zu sehr bei den Kindern sein oder die Meinung der Kinder vertreten. Aber ich glaube, wir sind so eigenständig auch im Unternehmen. Wir haben ja alle vier unterschiedliche Positionen. Und ich glaube, unsere Kinder sind mittlerweile so alt, dass sie sich auch selber verteidigen können. Also ich brauche kein Regulativ. Ich muss vielleicht, wenn mein Mann sehr impulsiv ist, was er auch sehr kann, das ist also, dann bin ich vielleicht diejenige, die dann wieder zu den Mitarbeitern geht und sagt, es war nicht so gemeint und auch nicht so schlimm, weil mein Mann schafft es, sehr impulsiv zu sein. Und danach dreht er sich rum, hat es vergessen, aber vielleicht hat der eine oder andere Mitarbeiter das nicht so ganz schnell weggesteckt. Würden Sie denn sagen, er ist so ein Patriarch? Also man spricht ja immer vom König von Burladingen, heißt es ja so. Ist er denn das auch, also in Ihrer Wahrnehmung? Jetzt nicht als Ehemann, aber so in der Außenwahrnehmung. Er ist absolut derjenige, der sehr verantwortungsvoll ist. Und ich sage immer, das, was er öffentlich sagt, lebt er auch zu Hause, lebt er auch in der Firma. Und er fühlt sich verantwortlich. Auch in diesen herausfordernden Zeiten fühlt er sich verantwortlich für die Firma, für seine Familie. Und er ist ein Kümmerer. Er kümmert sich wirklich, auch wenn er nach außen hin vielleicht manchmal die raue Schale hat. Ja, wir können mal ein paar Bilder anschauen. Er geht auch, Sie als Familie treten, wenn Sie da so, so jetzt zum Beispiel in dieses Zelt kommen bei so einem Betriebsfest. Das ist ja schon wirklich ein Bild, eine Gesamtheit. Also als Familie aufzutreten und das so zu verkörpern. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen, dass Sie das setzen. Ja, es ist ja einfach so, dass wir auch ein Zeichen als Familienunternehmen setzen. Das heißt, viele unserer Kunden, unserer Mitarbeiter sind dankbar, in einem Familienunternehmen zu sein und auch die Inhaberfamilie zu kennen. Und ich glaube, einfach der Verantwortung müssen wir uns jeden Tag stellen. Und wir müssen uns auch dieser Verantwortung bewusst sein. Das ist manchmal leichter, manchmal schöner, aber es ist auch immer das, was ich unseren Kindern gesagt habe. Ich habe immer gesagt, ihr könnt im Angestelltenverhältnis sein. Das ist sicherlich auch herausfordernd, aber das Schöne ist eigentlich auch, Unternehmer oder Unternehmerin sein zu dürfen und sich selber nicht zu verwirklichen, aber einfach seine Ideen auch ins Unternehmen einzubringen. Aber es bedeutet auch eine große Verantwortung. Und die tragen wir in guten und in schlechten Zeiten. Und die trägt mein Mann jetzt schon seit über 53 Jahren im Unternehmen. Ja, und die Zeiten waren selten so schlecht wie gerade. Also er hat es uns ja hier auch schon erzählt. Die Energiekrise plagt sie natürlich ganz besonders, die Kostenexplosion. Das ist ja eine Krise, die müssen Sie alle zusammen durchstehen. Es ist vor allem, sage ich, wir kommen ja aus 2,5 Jahren Corona und sind dann in eine Energiekrise geschlittert. Und die
Zeit ist schon extrem herausfordernd. Mhm. Es ist nicht so, dass wir sie nicht meistern möchten. Wir versuchen natürlich, aber wir können natürlich Einflüsse von außen nicht so ganz schnell bewältigen. Aber es ist eine sehr herausfordernde Zeit. Wir nehmen aber die Herausforderung an. Wir sind Gott sei Dank zu viert auch im Unternehmen tätig. Das ist gerade in solchen Zeiten sehr, sehr schwierig. Aber ich hoffe einfach, dass irgendwann einmal wieder die Vernunft auch in die Menschen reinkommt und wir diesen unsäglichen Krieg, der so viele Opfer fordert, und das tut mir natürlich auch als Familie immer leid, wenn man die jungen Männer sieht, die dann an die Front geschickt werden, und egal, ob sie jetzt Russen sind oder Ukrainer sind, und all das müsste eigentlich ganz schnell verhindert werden wieder, oder zumindest versuchen, jedes diplomatische Tür, die man hat, nicht zuzuschlagen. Sie waren selber blutjung, als Sie eingestiegen sind in dieses Familienunternehmen sozusagen, als Sie Ihren Mann kennengelernt haben. Sie haben ihn in der Steiermark kennengelernt. Also richtig. Liebe auf den ersten Blick war es, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nicht. Nein. Nein. Es war aber auch nicht Liebe auf den ersten Blick, weil man muss sich ja, also ich sage immer, dass ich habe meinen Mann gesehen, ich durfte ihn kurz kennenlernen. Und ich habe mir einfach gedacht, bei der Jagd, er war auf der Auerhahnjagd und hat sich dann in der Jagd meines Vaters die Abwurfstangen, das sind so die Trophäen, angeschaut. Und während dieser Zeit haben wir uns dann kennengelernt, haben einen Kaffee miteinander getrunken. Und er war zumindest so interessant für mich, dass sich ein zweiter Blick gelohnt hat. Ja. Okay. Also er war dann, ich weiß, er kam damals dann und hatte ein helles Jackett an, rote Krawatte, grünes Einstecktuch, und das war in unserer grau-grünen Steiermark natürlich schon was Besonderes. War braun gebrannt, war asketisch, wie er auch immer so ist. Also mein Mann verstellt sich nicht, weder privat noch in der Öffentlichkeit. Und ich meine, er hat Ihnen wohl den Heiratsantrag während der Autofahrt gemacht? Beide Hände am Lenkrad, wie sich's gehört, Blick auf den Verkehr natürlich. Also romantisch ist anders, würde ich sagen. Ja, aber können Sie sich meinen Mann auf den Knien robben vorstellen? Das können Sie auch nicht. Also stimmt. War das auch, ich meine, ich hatte meine Abschlussprüfung im Vorklinikum, er hat mich abgeholt, und dann mussten wir ja einfach entscheiden, bleibe ich in der Steiermark, bleibe ich in Österreich oder gehe ich mit ihm auf die Schwäbische Alb? Und da gab es für mich, ich wusste eigentlich von dem Zeitpunkt an, dass ich meinen Deckel gefunden habe, und das ist schön, und seitdem gehen wir so Hand in Hand seit 35 Jahren durchs Leben. Weil es so schön ist, lassen Sie uns doch einfach noch mal 35 Jahre zurückgehen oder 34 bei der Hochzeit. Ein paar Bilder davon haben wir natürlich auch. Und der ganze Ort hat ja da mitgefeiert damals. Es war ja ein Auflauf wie bei Königs, oder? Also da sind wir wieder bei dem Klischee. Sie wirken, finde ich, so ein ganz kleines bisschen noch eingeschüchtert. Oder sehe ich das falsch? Also, das ist ja immer so ein bisschen ein Streitthema zwischen meinem Mann und mir. Also, ich würde meinen Mann immer wieder heiraten, nicht mehr so groß, aber immer wieder heiraten. Nein, das war schon, also ich war damals natürlich, ich war ja 22, und ich war damals schon von der Zuneigung der Burladinger begeistert oder auch sehr angetan und vielleicht auch etwas überfordert. Also wir wollten damals die Hauptstraße absperren, ging aber nicht, war eine Bundesstraße, aber man musste sie dann nicht mehr absperren, weil wirklich die Leute links und rechts gestanden sind. Und das war natürlich immer auch ein Zeichen für mich, wie eng auch die Bevölkerung mit unserer Familie mitgelebt hat, wie hoch das Ansehen auch meiner Schwiegereltern war. Und das muss man natürlich auch gutheißen. Also ich sage mal, für mich war es ein schönes Zeichen, aber ich muss gestehen, ich war leicht überfordert. Ja, ich meine, Sie waren auch zum allerersten Mal überhaupt dann da in seiner Heimat, auf der Schwäbischen Alb, haben das ja vorher noch gar nie gesehen gehabt. Na, also doch, ich war schon, also ich durfte schon vorher mal manchmal reinschnuppern, und es war also, wie ich dann meinen Mann kennengelernt habe, damals gab es ja weder Google Maps noch sonst etwas, und ich habe also meinen Schulatlas rausgeholt, und auf dem Schulatlas, im österreichischen Schulatlas, war leider Bollerdingen nicht verzeichnet. Und dann bin ich immer so mit dem Finger rumgefahren, habe mir also gedacht, wo das ist. Und nein, wir haben uns schon vorher auch kennengelernt. Wir waren ja auch schon dann ein Jahr lang verlobt. Und ich durfte dann auch schon die Firma kennenlernen. Also es war dann nicht so, dass ich dann ganz unvermittelt, also ich wusste immer, wen ich heirate. Also da braucht sich niemand Gedanken machen. Gott sei Dank, ich habe schon Sorgen gemacht. Nee, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Also ich wusste genau, wen ich heirate. Aber ich meine, Sie
Es war Ihnen klar, dass Sie nie im goldenen Käfig sitzen wollen. Also von Anfang an war aber auch klar, also Sie machen das, aber Sie werden da nicht einfach die Frau an seiner Seite im Hintergrund irgendwo sein, sondern Sie wollten auch immer eine Rolle spielen im Unternehmen. Ja, weil ich immer auch Arbeit wollte und Arbeit gesucht habe. Und ich habe immer gesagt, wenn ich mein Medizinstudium aufgebe, ich habe ja die Erlaubnis gehabt, hätte ja die Überschreibung gehabt nach Tübingen und habe das aber dann gesagt, das mache ich nicht, weil ich weiß, dass mein Mann ein Vollblutunternehmer ist und man dann ja nicht auf zwei Seiten bedienen kann. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne einen Job in Unternehmen übernehmen. Und das hat sich damals angeboten, dass wir die Direktverkäufe, die eigentlich niemand so richtig machen wollte, dann gemacht haben. Und das sind jetzt alles so quasi unsere gemeinsamen Kinder auch, indem wir sagen, wir haben mit 4 angefangen, wir haben jetzt 43 und das sind alles unsere, ich kenne jede Mitarbeiterin, ich weiß, wir machen die Einstellungen, wir machen die Eröffnungen und das war mir immer wichtig. Mir war immer wichtig auch, das Haus war bestellt, also ich musste mich da nicht um nichts kümmern, aber wichtig ist es ja auch, den Sinn im Leben zu haben. Ja. Und für mich ist der Sinn schon auch, ich habe einfach Freude dran, jeden Tag mit meinem Mann gemeinsam, mit meinen Kindern gemeinsam ins Unternehmen zu gehen, auch in schwierigen Zeiten. Die ja jetzt gerade sind und ich fand so ein schöner Satz, den Sie gesagt haben, Sie haben auch das Lachen mitgebracht aus der Steiermark und das kann ich nur unterstreichen. Frau Krupp, vielen herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Dass Sie auch ich bedanke so offen, mich, dass ich als Letzte der Familie Krupp jetzt hier sein durfte. Ja, aber das hat gar nichts zu sagen. Also die Letzten werden die Ersten sein, wie es immer so schön heißt. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei uns. Dankeschön. Große Freude. Und grüßen Sie Ihren Mann von uns. Werde ich gerne machen.